Hallo zusammen, hier ist wieder Martin aka Marthen mit einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replay Cast. Weiter geht's mit unserem TVT-Finale der Lycan League Nummer 18. Wir haben oben gespawnt auf Orbital Shipyard in Violett. Veteraner vom Team Complexity, es ist QXC. Und der spielt natürlich wie die vorherigen Spiele auch schon gegen den diesmal farbengewechselten Terraner in einer interessanten Farbgebung, nicht sicher. Auf jeden Fall, es ist vom Team Extreme Supremacy Beastie Cutie. Ja, wir befinden uns auf Orbital Shipyard. Beastie Cutie und Orbital Shipyard, was bedeutet das? Genau, es bedeutet Proxy Rex. Und zwar zwei Stück, Proxy Reaper doppelt. Ja, QXC wird das hier scouten, sobald sein SV hier mal drüben ist. Allerdings wird es relativ spät erst scouten. Hat seine eigene Barracks auf dem Weg. Und wir sind gespannt, wie QXC das abwehren will. Weil da hatten schon andere Spieler wesentlich mehr Probleme gegen diesen Bild. Top hat es bisher halten können. Dragon hatte gegen Eiskalt verloren. Mal gucken, was jetzt QXC draus macht. Auf jeden Fall, erste Rex ist fertig. Die SDVs wurden entsprechend auch mit dazu gezogen. Die sollen dann oben Bunker platzieren. Ja, QXCs SCV kommt jetzt hier rüber, wird gleich mal das Fehlen einer entsprechenden Barracks bemerken. Und sieht, dass hier nicht zu viele SCVs am Start sind. Dass hier jegliches Gebäude fehlt, das heißt, er kann sich ab jetzt denken, was hier Sache ist. Setzt auch direkt eine weitere Rex, direkt zwei weitere Rex. Weil er weiß, mit einer alleine hat er einfach nicht die Production, um das hier entsprechend auszukontern. Reaper von ihm wird zwar fertig, allerdings entsprechend die Konter-Reaper von Beastie Cutie sind eben dann auch schon da. Er wird eben da immer einen Nachteil haben, genau. QXC reagiert hier gut, baut hier schon mal seinen allerersten Bunker. Das gleiche macht hier Beastie Cutie natürlich auch, mit entsprechend seine eigene defensive Position haben. Da wird das SCV hier angegangen. Das SCV von Beastie Cutie war hier eiskalt dran. Jetzt Reaper vertreibt hier, zu meinen, die SCVs von Beastie Cutie. Kriegt ja auch schon mal den ersten Kill. Eigentlich gleich der Gegenkill von Beastie Cutie an QXCs SCVs. Hier fliegen nur Minen. Da kommt der zweite Reaper mit dazu und jetzt muss hier QXC den Rückwärtsgang einlegen. Kann hier nicht weiter fighten, muss sich hier entsprechend verziehen vor den Reapern, weil die einfach zwei Reaper sind zu viel und wenn die Minen hier gut treffen, dann schön ausgewichen hier von den beiden. Die Minen sind hier der kritische Punkt, wenn die Minen treffen, kann hier sehr schnell alles vorbei sein. Beide haben jetzt hier einen Bunker entsprechend positioniert, heißt QXC hat hier zumindest einen defensiven Schadenpunkt, den er wieder zurückkehren kann, falls seine Reaper angeschlagen sind. Ein Beastie Cutie, dieser offensive Bunker ist eben auch fertig, kann sich da auch zurückziehen, schießt jetzt hier das erste Supply Depot raus. Und das wird QXC entsprechend dann zum Blightbocken, wenn er das entsprechend mal fokust. Versucht hier nach wie vor die Production ein bisschen anzugehen, die Production abzufangen aus der Rex. Allerdings hat es nicht funktioniert, das erste Supply Depot hier geht down. Damit QXC Supply Block, sollte sich überlegen, ob vielleicht nicht doch ein Supply Drop oder ähnliches dann runterwirft. Er hat momentan eine ähnliche Anzahl an Reaper und hat eben den Bunker. Mucke hat ein bisschen was an Schaden genommen, allerdings 4 gegen 4 Reaper. Er kann jetzt hier zumindest QXC hier schön das SDV snipen vom zweiten Bunker, heißt der wird hier nicht fertig. Den kann Beastie Cutie gleich wieder abbrennen, denn er hat hier vorne kein SCV mehr. Er muss das hier mit Reaper entsprechend regeln. Und ja, Beastie Cutie legt hier nach, baut zwei weitere Rex. Und dann soll es hier 4 Reaper auf einmal geben, da fliegen wieder Minen. Und da muss man wirklich direkt reagieren, weil die Minen können so schnell dieses gesamte Spiel hier drehen. Beide ziehen inzwischen über 4 Reaper und beide produzieren einfach nur wie blöd Reaper nach. QXC hat jetzt hier noch 2 Marines in diesen Bunker abgestellt. Natürlich, der Bunker hat natürlich den Vorteil, dass man eine höhere Range hat, wenn man Einheiten da drin hat. Dementsprechend guter defensiver Standpunkt. Beide haben jetzt hier ihre Reaper rumstehen, sammeln ein bisschen mehr, wollen natürlich weiterbauen. Ja, und Beastie Cutie muss hier mehr Damage finden. Er hat hier noch wirklich nichts Sinnvolles an SCVs gekillt und das muss er tun, denn er ist in der Eco ziemlich hinten. Hat es gut aus dem Reaper und da kommen eben bei ihm 4 Reaper gleichzeitig hinterher. Mass Reaper dieses Spiel. Und ja, er will hier auch noch nicht, definitiv nicht aufgeben. Er könnte so langsam mit der Menge an Reapern, wenn er hier ein paar von QXC erwischt, könnte er anfangen zu diven, dass er einfach alles gekonnt ignoriert, was QXC an Einheiten hat und einfach nur direkt in die Mineral-Line rennt. Nennt es ein QXC, geht weiter auf die Factory. Entsprechend Hellions können wahnsinnig hilfreich sein gegen Mass Reaper. Oder auch Siege-Tanks sind sehr hilfreich, da sie kein Siege-Upgrade brauchen. Entsprechend mit einem Medivac-Siege-Tank-Drop wäre natürlich auch eine wundervolle Lösung gegen die ganzen Reaper. Und ja, Beastie Cuties Gameplan sieht momentan einfach nur so aus, ich baue Reaper, ich baue Reaper, ich baue Reaper und übrigens ich baue Reaper. Da werden wieder Minen geworfen, allerdings größtenteils ausgewichen. Treffen hier wirklich nichts Kritisches. Da wird noch mein Marine abgefarmt, der ist einfach unglücklich hier rumgelaufen. Weitere Reaper wird jetzt hier abgestellt, um das SCV an der Natural zu killen, schafft es auch. Der Natural wird allerdings fertig und wird zu einem weiteren OC. Und Beastie Cutie möchte jetzt hier doch mal engagieren, da geht's kurz für einen Moment voll drauf. Da wird noch ein weiterer
Marine hier rausgenommen und beide hier mit massiv vielen Reapern am Start. Momentan 9 zu 13 Reaper, 10 zu 13 Reaper und die Produktion hört nicht auf, gerade bei Beastie Cutie. Er pumpt immer noch 3 Reaper momentan nach. Bei QXC ist mir mehr Tag da, da wird wieder kurz engaged. Da verliert QXC einen Reaper, da wird hier wieder engaged und QXC hatte die schlechte Position, einfach die schlechte Konkave. Da fightet hier Beastie Cutie doch besser und kann hier doch einige Reaper abtauschen und hat jetzt halt doch mehr und mehr Reaper-Vorteil. 12 zu 6 momentan, doppelte Anzahl an Reapern. Und ja, so langsam wird, kommt der gefährliche Punkt, dass Beastie Cutie anfangen kann, einfach an den Reapern vorbei zu diven in die Mineral Line. Da wird nochmal weiter gefightet, da werden nochmal gute Mine geworfen und QXCs Einheiten zwängen sich immer durch Engstellen durch und das ist richtig gefährlich, dabei verliert er immer wieder was. Und dementsprechend hat jetzt Beastie Cutie eine riesen Menge an Reapern, kann jetzt hier auch zum ersten Mal wirklich SCVs mit rausnehmen. Hat hier eine Barracks angeschossen, die ist hier schon ziemlich laut, die ist hier langsam runterbrennen, da muss QXC bald zum Reparieren kommen, eigentlich ist sie hier mit Fighten beschäftigt. Lässt so einen Healing da, aber einhin reicht nicht gegen diese Masse an Reapern. Die nehmen jetzt hier noch ein weiteres Gas raus. Da fällt nochmal ein Marine, da fallen jetzt auch die ersten SCVs, jetzt wird hier entsprechend in die Mineral Line gegangen. Da wurde der Schaden gefunden, SCV-Count ist inzwischen angeglichen, jetzt ist hier zwar ein Siege Tank da und entsprechend das Medivac auch dafür, das heißt es kommt entsprechend der Counter-Drop, um die ganze Reaper nach und nach zu vertreiben, musste ich gucken, dass hier nicht entsprechend geschnappt wird von den Reapern. Eigentlich bisher macht das QXC gut. Hier, dieser Reaper wird auch bald ein Ende finden. Wenn er hier da gehen, genau, da wird ein Reaper extra dafür abgestellt. Hier vorne, Beastie Cutie fährt jetzt hier einmal außenrum, möchte hier diese Kante hoch, wird sich kurz diesen Marine schnappen. Ja, will jetzt hier doch mal engagen und die Minen werfen sogar hier Siege Tanks mit nach hinten. Der wird jetzt hier ansiegt, warum auch immer. Zweiter Siege Tank ist hier, da wird rausgefokust, bevor er irgendeinen Shot absetzen kann. Zweiter Panzer wird hier gerade so von Medi weggerettet. Ja, und jetzt Reaper interessieren sie jetzt nicht mehr für Units, sondern gehen einfach um die Menü rein und killen alles an SCVs, was sie so finden. Finden dabei auch einiges. Jetzt eigentlich wieder der Siege Tank hier am Start mit dem entsprechenden Medivac als Support. Und da fallen jetzt hier nach und nach sämtliche Reaper, nehmen hier richtig viel Damage, stoßen den Siege Tank, versuchen noch mitzunehmen an SCVs, was nur irgendwie geht. Da sind dann noch 3 Reaper da, kriegen jetzt den Reaper hier von QXC nochmal raus. Jetzt geht noch mal ein paar SCVs, ein bisschen an den Kragen, wird ein bisschen gedamaged, eigentlich gute Loading. Sogar der Panzer überlebt gerade so und fetzt hier den letzten Reaper noch raus und damit hat QXC das hier größtenteils abgewehrt. Beastie Cutie hat jetzt auch die Produktion an Reapern aufgehört, hat seine Bergs erhoben in die Lüfte und fliegt jetzt hier nach Hause. Baut jetzt auch gut was an SCVs nach, hat inzwischen den Worker Count auch überholt. Means kommen jetzt hier und den Bunker, der wird eigentlich vorher gesalvaged, bevor hier zerstört werden kann. Hat nicht genügend Damage. Ja, momentan im Unit Loss Count 21 SCVs gingen bei QXC drauf. Er möchte natürlich mit dem entsprechenden Counter Drop, da wurde der Panzer wieder repariert, auch selber Schaden finden. Kann ein bisschen an den Barracks hier vorbeifliegen, allerdings anschießen kann er die nicht. Panzer treffen, Gott sei Dank noch kein R. Und ja, es sind viele Reaper in diesem Spiel gestorben schon. Mal gucken, was hier noch so alles stirbt. Hätte auf jeden Fall nicht erwartet, dass dieses Spiel noch so ähnlich am Ende ausgeht. Drei Reaper schauen jetzt nochmal als Hit Squad in die Basis, finden eigentlich nicht wirklich was in Damage. Spiel nach wie vor recht gleich auf. Und ja, jetzt kommt der Tank Drop hier und der möchte die Sache hier noch ein bisschen eher angleichen. Am besten noch ein paar SCVs rausnehmen, wird jetzt hier ausgeladen. Schießt schon mal einmal auf SCVs, schießt jetzt hier auf ein paar Marines. Marines werden hier auch ein paar zerfetzt. Die haben hier keine Chance gegen diesen mobilen Panzer. Das Missile Turret jetzt hier. Das ist wirklich der Punkt, vor dem momentan QXC am meisten Angst haben muss mit seinem Tank Drop. Das verdammte Missile Turret, nicht zu ranfliegen hier. Jetzt geht's hier auf den Panzer, nimmt hier schon mal einen Shot. Eigentlich, da kommen jetzt die SCVs auch direkt zum Reparieren. Im Worker Count ist Beastie Cutie nicht für gut vorne, weil QXC momentan einfach keine baut. Verzieht jetzt hier seinen Tank Drop aus der Basis. Ja, momentan Beastie Cutie leichter Vorteil. Einfach die stärkere Economy dahinter. Baut zwar natürlich jetzt nach und nach seinen Tank. Eigentlich, der Tank Drop hat nicht den Schaden gefunden, den QXC gerne gehabt hätte. Muss jetzt hier mit einem kleinen Nachteil ins Economy Game gehen. Setzt jetzt auch beide Spiele, setzen ihre dritte und gehen auf weitere Production. Der Siege Tank ist unglücklich, da. SCV denkt sich, gut, dann halt nicht. Idiot, steht mir hier einfach im Weg rum. Ein wahres Arbeiter-SCV hätte einfach auf den Tank draufgebaut, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber leider funktioniert das hier in StarCraft so nicht. Wieder mal, von beiden wird hier gut Repair eingesetzt, um alle Einheiten am Leben zu halten. QXC hat vorher schon seinen Panzer hochrepariert, macht das jetzt gerade mit seinem Medivac und entsprechend der Panzer wird auch noch einen kleinen Repair kriegen. Da kommt hier der Scan von Beastie Cutie, sieht also was Sache ist, verteilt hier überall seine Marines, um entsprechend einen Medivac zu scouten. Vikings sind entsprechend auch dafür da, um es abzufangen, allerdings QXC möchte sie gar nicht weiter versuchen, behält hier sein Medivac schön zu Hause. Und beide stellen sie sich jetzt doch sehr defensiv auf. QXC hat im Worker Count wieder gut was aufgeholt, beide nehmen hier entsprechend ihre dritte. Und dann sind wir doch aus einem eigentlichen Cheese ein ziemlich ekolastiges Game, überraschenderweise. Viking Hit Squad wird jetzt hier mal abgestellt, um über die Map zu scouten. Währenddessen QXC pusht jetzt hier raus mit allem, was er momentan hat.
Das sind ein paar Marines, da ist ein Tank mit dabei und ein paar Vikings. Eigentlich einen Viking-Nachteil hat er momentan. Der Viking-Vorteil liegt hier definitiv bei BCQT mit 6 zu 3 Vikings momentan. Und kann hier vielleicht sogar, wenn es blöd läuft, noch eins abfangen. Vikings sind hier auf der anderen Seite, sehen, dass noch keine dritte gesetzt ist. Sehen, dass eigentlich die SUVs hier rausfahren. Hat jetzt den Push hier nicht wirklich mitgekriegt. Da kommt jetzt hier der entsprechende Scan von QXC. Platziert jetzt hier allerdings. Das Problem ist, BCQT hat sehr viele Vikings. Wenn die hier rechtzeitig zurück sind, kann ich hier das alles zurückpushen. Und dann kann der Tank nicht umgesetzt werden. Dann kann keine Vision gegeben werden, außer durch Scan. Und machen die Tanks ja auch nicht sonderlich viel. Ah, und entsprechend der Contodrop ist jetzt hier da. Vikings sind eben auch zur Stelle. Da kann QXC nun wirklich nichts mehr sinnvoll engagieren. Kriegt ihr die ersten Shots ab von den Panzern von BCQT. Vikings kämpfen jetzt hier und die Vikings von BCQT dominieren jetzt hier einfach die Luft. Nehmen hier alle Vikings von QXC raus. Dementsprechend müsste jetzt hier QXC ständig nachscannen, um weiteren Schaden hier zu vermeiden. Da wird das Medivac nochmal kurz angegangen. Eigentlich nimmt hier nicht wirklich viel Schaden. Ein Viking jetzt hier wird noch gefunden. Das geht auch fast down. Das hat die letzten 13 HP. Marines kommen nicht rechtzeitig ran, weil einfach hier zu viele Tanks rumstehen. Und die stehen jetzt auch inzwischen vorne an der Kante. Da sieht QXC ein, das hat keinen Wert. Ich muss wieder nach Hause. Wir müssen hier einen anderen Winkel finden. Lädt jetzt hier mal einen kompletten Drop ein. Und der kommt gerade so außerhalb vom Scan. Eigentlich sollte BCQT gesehen haben, dass bei dem Haufen eben momentan kein Medivac dabei war. Das könnte ihm entsprechend, genau, das ist entsprechend verdächtig. Die Vikings sind hier ein bisschen außerhalb. So, wo eiert der Drop jetzt eigentlich? Da, er steht hier rum. Den sieht man auf der Minimap de facto gar nicht. Dank den Farben. Und ja, jetzt kommt hier der Gegenpush von BCQT. Und da treffen jetzt gleich zwei Armys aufeinander. Beziehungsweise da laufen ein paar Marines hin. Nein, BC zieht sich hier richtig zusammen. Da kommt eben der Scan und der Scan verrät meistens, dass hier irgendwas faul ist. Man scannt eigentlich nicht einfach so eine dritte. Da soll hier der Siege kommen. Da kommen auch zwei weitere Panzer nach, dann nehmen die Einheiten von QXC schon mal richtig viel Schaden. Jetzt kommt hier der Gegen-Siege. Währenddessen, das Medivac möchte jetzt hier langsam reinboosten. Also das sind eben Missile-Turrets. Da kommt das Medivac gar nicht so weit. Sollte sich überlegen, früher auszuladen. Ja, lädt jetzt hier auch aus. Eigentlich verliert hier die Hälfte seiner Fracht. Nur vier Marines kamen hier raus. Währenddessen, BCQT hat hier sein Push ein bisschen abgeblasen. Weitere Drop von ihm ist unterwegs. Die Marines kümmern sich jetzt hier um einige SCVs. Da ist einiges dabei draufgegangen. Locker 5-6 Stück. Und wieder gescannt hier von BCQT Meta, die wissen, wo die Armee von QXC ist. Geht jetzt hier wieder die Vikings an, kriegt auch einen Viking hier dabei raus. BCQT immer noch mit dem guten Viking-Vorteil, mit 3 zu 4. Und wenn er das intelligent fightet, kann hier auch die schnell rausnehmen. Zumal hier noch ein Viking abgeschüttet ist. Da gibt es jetzt einen Drop hier entsprechend in die Natural. Das sind nicht genügend Marines, da sind die Missile-Turrets noch im Bau. Jetzt geht es allerdings auch in dem Drop hier an den Kragen. Der wird hier rausgenommen, währenddessen an der Seite hier die restlichen Einheiten von BCQT. Lädt jetzt hier aus, oben in der Mainbase, da sind zwei Panzer auf dem Lowground, da wird jetzt die Production besieged. Und da sind sehr viele Marines momentan in der Mainbase. Da kämpfen jetzt hier die Vikings, währenddessen Panzer werden zurückgezogen. Viele Marines jetzt hier in der Mainbase, nehmen hier richtig viel raus, die Barracks sind schon mal gut aus dem Damage. Hier wird, die Add-ons hier werden abgerissen, da soll es jetzt hier noch auf die Factory gehen. Die Barracks hier wird sterben, die wird nicht rechtzeitig geliftet, da rennen kurz Marines in die Natural, das hat allerdings keinen Wert, die werden hier einfach rausgenommen. Hier ist jetzt die Kampfposition ziemlich schlecht für BCQ, die muss es sich weiter zurückziehen. Und QXC sieht so aus, als ob er das hier clearen könnte mit etwas herberen Verlusten. Allerdings findet sich noch einige SUVs dabei. Eigentlich hier unten sind die Panzer, da kann sich QXC gut positionieren und BCQT nicht zu weit reinpushen. Und die Panzer kommen jetzt nach und nach hoch. Damit werden die Marines rausgenommen. Und damit kann QXC das hier clearen, indem er hier einfach nochmal mit einem weiteren Schlag nachsetzt. Zieht hier zumindest alle Einheiten, die hier noch rumstehen. Sobald er den Highground hier geklärt hätte. Ja, da kommt hier der Panzer mit nach vorne. Da kommt ein Stim, um das Tankfeuer ein bisschen mehr abzulenken. Da werden jetzt die Panzer rausgenommen. Panzer wird hier nochmal notfalls eingeladen und weggeboostet. Die Marines hier kämpfen noch gegen den Panzer unten und na, er schießt jetzt hier einfach voll drauf, weil kein Erwischen mehr da ist. Marines werden geklärt. Das ist das letzte, was übrig ist. Dieser Tankdrop. Allerdings weitere Push hier von BCQT bereits auf dem Weg. Weil die haben hier das erste Attack-Upgrade inzwischen. Ja, na gut, der Panzerdrop nicht rechtzeitig reagiert. Der wird hier rausgenommen. Ein paar Marines stehen hier momentan. Da ist ein Doppeldrop auf dem Weg. Und BCQT man dann wieder stark der Aggressor in diesem Spiel. Da kommt wieder der Lauter diesmal an der dritten. Da werden Panzer hier angegangen von Stimp Marines. Ja, BCQT nimmt hier nochmal einiges raus. Sichert sich hier wieder eine gute Position an der dritten. Und spendet der Doppeldrop soll dann in die Natural gehen. Das wird richtig gefährlich für QXC. Er muss da rechtzeitig reagieren. Hat hier ein paar Einheiten stehen. Eigentlich nicht wirklich viele. Hier sind keine Missile Turrets. Eigentlich BCQT traut sich hier nicht auszuladen. Besiegt stattdessen hier lieber Teile der Main und Teile der dritten. Die Panzer hier stehen gut, da pusht jetzt hier QXC vor, verliert hier viele Marines, dabei hier da auch noch Marines als Backup stehen. Da kommen jetzt hier lauter von einzelnen Marines auf den Highground, das hat nicht unbedingt der sinnvollste Move von BCQT. Und denkt hier doch einiges an Marines aus, die Tanks hauen hier einiges an Damage raus, währenddessen kam hier der Loadout vom Doppeldrop in die Main und Natural. Die Natural wird jetzt hier komplett vernichtet von dem Doppeldrop, das sind keine Marines zur Stelle. Und QXC schreibt GG und verlässt dieses Spiel und damit steht es 2 zu 1 für BCQT.
Und ein Proxy Battles Spiel endet in einem 15 Minuten TVT. Hätte ich auch nicht unbedingt erwartet. Aber ja, QXC konnte die Reaper noch sehr solide abwehren. Hat wirklich gut drauf reagiert, einfach sofort Doppel Rex mit dazugesetzt, mit drei Rex, dann gegen die zwei von BCQT gekämpft. Und der BCQT hat er eben, weil die zwei Rex hier zu Hause gesetzt hat, den längeren Weg zum Reinforcen. So konnte das QXC doch noch gut halten, allerdings hier durch die Aggression, die Multi-Aggression an mehreren Orten, hat BCQT einfach das Spiel für sich entschieden. Damit geht das dritte Spiel, dieses Best of Five, an ihn. Das heißt, wir sehen vielleicht im nächsten Spiel schon die Entscheidung oder vielleicht kann QXC doch nochmal ausgleichen. Wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, ich sehe im nächsten Replaycast. Macht's gut und ciao.